gewonnen. Du hast gewonnen, also damit Glückwunsch. Bravo. Das ist damit ganz steht fest, du hast das German Masters der Frauen gewonnen und das ja auch nicht zum ersten Mal, ne? Du bist Wiederholungstäterin. Wie oft hast du schon gewonnen? Zum dritten Mal jetzt. Zum dritten Mal. Also ja, alle guten Dinge sind drei. Was? Herzlichen Glückwunsch. Und dir hat ja am Anfang der Partie sogar ein Remis gereicht. Bist du auch mit der Einstellung reingegangen, mir ein Remis reicht mir, oder warst du schon, komm, in der letzten Runde will ich auf jeden Fall auch nochmal gewinnen? Ist natürlich immer entspannt, wenn ein Remis reicht, aber ich bin leider nicht die Spielerin, die ein solides Remis halten kann. Das heißt, ich bin einfach ganz normal dran gegangen und habe versucht, auf Gewinn zu spielen. Ja, dann zeig uns doch gerne mal deine Partie. Es war ja wirklich alles andere als einfach hier. Geht so, das sollen wir es ein Stück weiter rumziehen. Ja, vorhin bei dem Dimitri, der hat gesagt, er ist Linkshänder. Ah, okay. Das hat sich getroffen, aber du bist Rechtshänderin, wie ich sehe. Also, das war noch vorbereitet. Ich dachte eigentlich, Luisa spielt die Variante nicht nochmal. Das hat mich ein bisschen überrascht, weil sie hatte die in dem Turnier schon einmal. Ja, aber da hatte sie nicht mit Läufer A2 gespielt, ne? Herr Lara hatte irgendwie schon anders gespielt. Ah, okay. Mhm. Schon vorher nicht D5. Nee, das war genauso. Und dann, ist Luisa hier nach D3 gegangen. Und dann kam wahrscheinlich Springer C6 und E5. Ah, okay, dann war es eine Zugumstellung. Ja, ich hatte so in Erinnerung, dass E5 hier ein Zug ist, aber vielleicht war das auch nach der Läufer D3-Variante. Aber okay, das sah relativ logisch aus. Also ich muss halt irgendwie verhindern, dass Weiß dann C4 oder E4 hinbekommt, weil ich denke, dann steht Weiß vermutlich ein bisschen besser, ja? Ja, ja, also wenn er den gedeckten Freibauern hat, dann sieht das gar nicht so verkehrt aus. Naja, sagen wir mal so, also der erste Zug, der mir jetzt einfallen würde, wäre wahrscheinlich trotzdem am ehesten Springer E4. Ah, Springer E4, okay, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Und dann halt nach F3 irgendwie Springer D6 mit der Idee vermutlich, okay. Das, was du gemacht hast, das war furchtbar riskant. Also ja, das stimmt, das stimmt. Sah auch nicht gut aus, um ehrlich zu sein. Ich bin mir nicht so sicher. Also ich dachte auch, es ist ein bisschen riskant, aber ich war jetzt nicht direkt überzeugt, dass es schlecht ist. Also ich muss halt jetzt, wenn ich so spiele, muss ich dann ja auch die Mauer nehmen. Ja, also ich dachte, okay, Weiß hat auf jeden Fall Kompensation, aber ob das jetzt viel mehr als Kompensation ist, wäre ich mir jetzt auch nicht so sicher gewesen. Mhm. Na gut, damit B3 sah ja in Ordnung aus. Ja, Springer A6 ist auch logisch. Also ich muss auf jeden Fall irgendwie schnell die Figuren rausholen, sonst ist es ziemlich sicher verloren. Ja, das sah alles relativ logisch aus nach Läufer D7. Aber hier, also ich weiß auch nicht so genau, was Weiß jetzt hier cleverer machen kann. Also Läufer G5 sah ein bisschen komisch aus, fand ich. Das habe ich erst auch gedacht. Aber also Turm FC1 sah eigentlich völlig natürlich aus. Aber was wolltest du da spielen? Turm FC1. Ja, entweder Dame D6 auch, oder? Je nach Dame D6. Muss man vielleicht Läufer A6. Ich dachte eher so an Dame B6. Aber Dame D6 ist natürlich auch eine Option. Naja, jetzt halt Dame A3. Ja, also irgendwie halt die Stellung weiterhalten. Turm C8 machen. Ja gut, das stimmt schon. Ja, ja. Das. Obwohl trotzdem. Ah, vielleicht jetzt hier Turm B1. Vielleicht ist Turm C8 nicht so super clever. Also es hängt schon an einem seidenen Faden für Schwarzen. Dieses Läufer G5 war ja auch nicht ganz verkehrt. Ich glaube, sie hat es nur falsch fortgesetzt. Ne? Jetzt hättest du doch auf F6 nehmen können. Ja, auf F6 und auf B7, ne? Vermutlich. Ja. Und dann hättest du erstmal das materielle Gleichgewicht wiederhergestellt, ohne Sorgen zu haben. Ja. Also ich meine, das ist halt schon ein bisschen komisch jetzt mit der Dame, aber ich dachte auch, das ist hier ungefähr so ausgeglichen, vermutlich. Aber meinst du, sie hat in der Partie, sie hat ja etwas zu ambitioniert hier mit Läufer B5 gespielt. Meinst du, sie hat Springer C5 hier übersehen oder übersehen, dass E4 dann hängt? Ich habe es auch nicht so ganz verstanden, muss ich ehrlich sein. Also vielleicht hat sie Springer C5 übersehen oder ihr Trick war hier nach Dame B4, dass sie sagen wollte, ja, das hier funktioniert jetzt nicht, indem sie hier nimmt
Und dann hat sie Läufer E7. Vielleicht war das ihr Trick und dann hat sie übersehen, dass ich vielleicht nicht auf E4 nehmen muss. Vielleicht irgend sowas. Ja, vielleicht, ja. Weil es sah schon irgendwie dann sehr schlecht für sie aus nach Läufer B5. Ja, also wenn, also ich meine, wenn das einfach hier so funktioniert, dann war es halt nicht, ist halt irgendwie schwierig für Weiß. Ja, klar. Ja, hier das ist sind ja einfach zwei Bauern. Ja, also hier ist, glaube ich, schon nicht so gut. Soll ich noch den Rest zeigen? Ja, auf jeden Fall. Okay. Ja, aber hier war dir dann auch klar, gut, Remis will ich hier nicht, ich will auf jeden Fall gewinnen, oder? Ja, ja, natürlich. Es sind ja einfach zwei Bauern mehr. Der D-Bauer ist jetzt auch nicht der stärkste. Und ich glaube, der Läufer auf E7, der sieht zwar hübsch aus, aber er kommt erstmal auch nicht wieder raus. Und der macht halt auch nichts anderes, außer erstmal da schön zu stehen, ne? Mhm. Ja, ist ein bisschen tricky mit dem Springer auf D5. Das wollte ich auf jeden Fall nicht zulassen. Erstmal Springer B6. Ich habe erstmal Turm C8 gemacht, damit ich immer noch hier Springer B3 die Gabel habe, falls irgendwie Turm A1 oder Turm C1 kommen sollte. Also Turm C1 geht jetzt gerade, weil Turm schlägt C8, glaube ich, funktioniert, aber Turm A1 geht gerade nicht. Deshalb habe ich den Springer da erstmal noch gelassen. Ja, und jetzt einfach langsam die Türme aktiviert. Ja, hier ging auch schon irgendwie Springer B6. Und man hätte den Bauern hier irgendwie gewinnen können. Aber ich war mir nicht so sicher, wenn dann irgendwie Turm C1 kommt, dann kommt wieder so ein bisschen Gegenspiel. Das dachte ich, muss nicht warum sein. Eigentlich? Ja, genau. Ist sicherlich gut, aber muss nicht sein. Ja, vermutlich ist es am. Also man kann auch einfach direkt hier irgendwie Turm C1 und versuchen, die Türme zu tauschen. Man sieht halt auch einfach, der Springer auf D7 steht genau richtig, ne? Er verhindert, dass sie irgendwann selber D7 spielt und deckt B6 super ab. Also das harmoniert schon alles ganz gut hier bei dir. Ja, das stimmt. Und der Läufer auf E7, der sieht halt nur hübsch aus und macht gar nichts. Ja, und jetzt wollte ich auf Matt spielen. Aha. Ja, vermutlich muss sie halt jetzt Turm G1 machen, um es zu verhindern. Ach, hast du jetzt matt gesetzt? Ja, ich habe matt gesetzt, ja. Aha. Und hier Turm schlägt H4. Und jetzt droht G6 matt und Turm F4 matt und sie kann nicht beides verhindern. Och, das ist schön. Und damit das Turnier abgeschlossen. Und damit steht jetzt auch fest, du hast das German Masters der Frauen 2024 gewonnen. Mit diesem schönen Matt. Also das kann sich sehen lassen. Herzlichen Glückwunsch. Keine einzige Partie verloren. Richtig solides Turnier. Also wirklich verdient gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Allen Respekt. Und jetzt erzähl uns doch noch ein bisschen, so weißt du, schnell entlassen wir die Turniersiegerin nicht. Du machst doch jetzt ein Schachjahr, hast du gesagt, ne? Mhm. Was ist denn dein nächster schachlicher Plan oder Angriff? Ich spiele ab dem 2. September ein Open auf Gran Canaria. Ach, da hast du es schön warm. Ja, da kann man sich gefallen lassen, das stimmt auf jeden Fall. Nee, das hört sich ja schon mal ganz gut an und dann habe ich eigentlich alle TeilnehmerInnen noch auch gefragt. Du musst da eigentlich ganz schön Elo auch gewonnen haben hier, oder? Ich nehme an, ja. Aber ich du hast es jetzt gar nicht sagen, wie du viel. Du bist nicht so ein Elo-Geier, der das nach jeder Partie ausrechnet. Ne? Nee, also ich meine, mir das geht so viel hoch und runter, dass es im Endeffekt auf so ein paar Elo-Punkte auch nicht ankommt. Viel wichtiger ist, dass du jetzt das German Masters gewonnen hast und das ist wirklich eine Leistung, dreimal jetzt schon in Folge. Das Turnier scheint dir zu liegen. Ja. Ja, dreimal hintereinander war es, glaube ich. Nee, nicht, also dreimal insgesamt, genau. Aber das ist doch gut, das Turnier scheint dir zu liegen. Heute Abend ist Siegerehrung, 20.30 Uhr, das weißt du noch. Ja. Solltest auch da sein. Ja. Das ist prima. Nochmal herzlichen Glückwunsch, Fiona. Wie gesagt, das German Masters scheint dir richtig zu liegen. Ja. Ja, schön, dass du da warst. Herzlichen Glückwunsch. Danke. So, machen wir direkt einen fliegenden Wechsel. So, wenn jetzt hier